Seid recht herzlich gegrüßt zu einer neuen Herausforderungsfolge hier von Phasmophobia. Schnell wie der Wind, es liegt etwas in der Luft, alle sind verrückt. Findet den korrekten Geistertyp heraus in Maple Lodge Campsite. Ja, einmal ist es mir auch schon gelungen, ihr seht's. Wir wählen natürlich die Maple Lodge aus. So, anwenden, bereit und auf geht's. Wir sind auf jeden Fall schneller unterwegs. Kriegen, soweit ich weiß, auch drei Beweise. Sollen ein Geisterfoto schießen, während der Jagd entkommen und ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikrofon aufzeichnen. Keine Einrichtungszeit. Sanity kriegen wir angezeigt. Aktivitätsmonitor ist auch an. Und wir haben keine Feuerzeuge dabei, deswegen können wir den Geist auch gar nicht erst räuchern. Alles auf Stufe 1 und 2 dabei. Räucherwerke auf 1, Sanity auch auf 1, Kerzen auf 1, Kruzifixe 2. Und alles andere soweit auch auf 2. Gut, ich würde sagen, nehmen wir uns mal eine Taschenlampe mit. Kopfausrüstung leider auch nur auf 1. Dann noch Fotoapparat und ein EMF. Sicherungskasten gleich hinterm Häuschen. Okay, gut. Gehen wir mal los und suchen mal den Geisterraum. Licht anmachen. Auf geht's. Bewege etwas, gib mir ein Zeichen. Mach etwas. Kelly Roberts. Mach etwas, bewege etwas. Ja. Gib mir ein Zeichen. So, ich werde mal alle Zelte öffnen. Und mal schauen, wo wir ein Versteck haben. So. Bewege etwas, mach etwas. Licht ist auch nicht so verkehrt. Hier hätten wir auch ein Versteck. Gib mir ein Zeichen, bewege etwas. So. Kein Versteck. Wirf etwas. Gib mir ein Zeichen. Was sagen die Toiletten? Alles mal öffnen. Und was haben wir hier? Den Knochen. Schön. Bewege etwas, mach etwas. Hier sieht aber alles gut aus, soweit. Hier hätten wir auch noch ein paar Zelte. Hier hätten wir ein Versteck. Hier auch nochmal. Verstecke haben wir auf jeden Fall satt und genug. Würde ich mal behaupten. Bewege etwas, mach etwas. Ich hoffe natürlich, dass wir einen Geist im Zelt haben irgendwo. Oder in einer Hütte. Das wäre natürlich angenehm. Bewege etwas, mach etwas. Liegt die Tasse immer so komisch hier? Gehen wir mal hier lang. Bewege etwas, mach etwas. Die Affenpfote haben wir. Schön. Ich guck mal hinten nach. Vielleicht ist der Geister hier drin. Das wäre schön. Bewege etwas, mach etwas. Gib mir ein Zeichen. Oben nachsehen. Wurde hier irgendwas rumgeworfen? Nö, sieht alles noch sauber aus. War das Kondensatem? Schön.
Im F5. Im F5. Sehr gut. Dann haben wir hier den Geisterraum. Und noch mein Foto. Dann komme ich mit der UV wieder. UV, Buch, Taschenlampe nehme ich einfach mal mit. Ich will ja nicht, dass es wieder zu dunkel wird und ihr gar nichts seht. Wenn wir hier ein bisschen die Beleuchtung anhaben. So. Machen wir das einfach so. Heute gibt es auch nur ein Ründchen. Schwuppdiwupps, wieder rein hier. 79. Wirkt die Sanity-Dröhnung hier bei der Herausforderung? Gucken wir mal. Jawohl. Die wirkt. Gut. Also, Buch und eine UV. Schnell wieder rein. Gucken wir doch mal, ob der Geist Ultraviolett-Spuren hinterlässt. Und ob er vielleicht eine Liebesbotschaft im Buch hinterlässt. Ja. Bin gleich wieder da. So. Ja, Ultraviolettspuren haben wir. Ultraviolett. Interaktion. Okay, hat er als Fingerabdrücke gewertet. Zwei Fotos noch. Ultraviolett. Jin, Gori, Obake, Mai Ling. Der Mimik auf jeden Fall raus. Wegen dem EMF Level 5. Buch wäre die Mai Ling. Schreibe ins Buch. Okay. Dann nochmal raus. So, einmal hier rum. So, am Donnerstag gibt es ja eine Folge auf Albtraum. Dort sind wir im Leuchtturm unterwegs. Könnt ihr auch gespannt drauf sein. Und vielleicht gibt es auch im Laufe der Woche nochmal eine Folge von The Hunter Call of the Wild. Muss ich mal schauen. Was nehmen wir jetzt noch mit? Buch liegt drin. Thermometer wäre gut. Ja, okay. Videokamera. Dann lasse ich die hier. Thermometer. Videokamera. Dots. Jo, 94%. Hier sieht man auch wieder schön ein EMF Level 5 von 0 auf 5. Differenz 5. Auf jeden Fall EMF Level 5. So. Schwuppdiwupps wieder rein hier. Warp-Kontrolle. Obake. Vielleicht sehen wir dann auch noch einen Sechs-Fingerabdruck. Orb sehe ich hier noch nicht. Ja, ist ja gut. Wirft er hier mit den Sachen rum. Okay. Lass ich einfach mal die Kamera hier so stehen. Temperatur mal messen. 2,4. Buch unbeschriftet. 2,7. 1,5. Er schreibt ins Buch. Alles klar. Heiling. So. Ich suche meinen Fotoapparat. Wie immer suche ich irgendwas. Machen wir das Licht an. Oh. Wird bestimmt keine Interaktion mehr sein, aber die Tür wurde bewegt. Zwei Fotos noch. Bewege eine Tür. Wirf etwas.
Wirf einen Schuh. Obwohl, Fotos brauchen wir jetzt auch nicht mehr unbedingt, ne? Perfekt. Kriegen wir es eh nicht hin. Weil uns hier auch die Feuerzeuge fehlen. Räuchern können wir nicht aktiv während der Jagd entkommen. Dann belassen wir es einfach dabei. Mein Linkchen ist in Ordnung. Soll uns doch recht sein. Wieder eine dunkle Herausforderung. Ein Völkchen. Ein Ründchen, das reicht. Ging aber recht zügig, muss ich sagen. So. Meiling. Gut. 80%. Eine Meiling kann ab 50% Sanity jagen. Geisterfote hätte dann auch noch gefehlt. Ja, fahren wir mal. Kelly Roberts. Jawohl, die Meiling natürlich $380 gemacht. Wir hören uns dann das nächste Mal höchstwahrscheinlich übermorgen am Mittwoch wieder mit einer Folge vom Autopsie-Simulator. Dort erwartet uns eine Brandleiche, ihr Lieben. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Ciao, ciao, macht's gut.